absolutes Klischee. Buon pomeriggio aus der Toskana, liebe Freunde. Wir haben 2:30 am 2. Januar und sind jetzt eben von der Autobahn abgefahren, weil da einfach die ganze Zeit nur Stau war. Und wir sind mit der Zeit mittlerweile bis auf eine Stunde dran gekommen an die Zeit, die wir über Land auch erreicht hätten. Und dann dachten wir, gucken wir uns ein bisschen Landesinnere noch an. Weil für die von euch, die wirklich was vom Land sehen wollen, wie zum Beispiel die typischen Bäumchen. Das ist jetzt ein Klischee. Ja, absolutes Klischee. So. Also, wer von euch die typischen Klischeebäumchen der Toskana sehen möchte, sollte über Land fahren, weil Autobahn seht ihr gar nichts. Also wirklich nicht. Es gab Ecken, da sind wir über eine Schnellstraße durch Nationalparks gefahren. Oder wenn ihr jetzt wirklich an Großstädten vorbeikommt, wie Pompeji oder Neapel, da seht ihr irgendwie so ein bisschen was von der Autobahn. Aber jetzt so richtig, richtig touristenfern und richtig echtes Italien, das seht ihr wirklich erst, wenn ihr rausfahrt. Ja, unser Ziel ist jetzt für heute, ja, grob Richtung Florenz. Und morgen geht es dann in einer weiteren Etappe Richtung Schweiz. Da übernachten wir dann nochmal und dann geht es am Freitag von der Schweiz aus nach Hause. Starten wir das neue Jahr direkt mal mit dem neuen Land. Ja, und jetzt sind wir auf der Suche nach einem kleinen Lädchen, Bauernmarkt oder irgendwas Schönes im Hofladen, wo wir uns schon mal ein wenig mit Vorräten eindecken können. Wir sind noch bei ganz lieben Freunden zum Essen eingeladen am Wochenende. Da haben wir natürlich gesagt, sponsern wir den Wein, weil, hallo, kriegt man dann als Antwort, ja, euer Einsatz ist unermesslich, ihr fahrt extra nach Italien für den Wein. Ja, liegt halt am Weg, ne? Warum nicht? Gut, dann würde ich sagen, seht ihr jetzt noch ein bisschen Toskana-Flair. Und wir melden uns später wieder. Tschüss! So, da sich mit der Toskana scheinbar die Touristengebiete wieder erschließen, haben wir direkt, ja, wann habe ich zuletzt aufgenommen? Vor 20 Minuten? Haben wir direkt noch eine Entsorgungsstation gefunden, sogar mit Frischwasser. Der kleine dicke Hund war jetzt gerade draußen. Ja. Trixi, sag hallo. Die war jetzt gerade draußen und der liebe Tim entsorgt gerade unser Grauwasser. Und das da. Duster ist Frischwasser und das ist sehr, sehr praktisch, weil das ist Trinkwasser und wir können das so einfach auftanken. Mit dem Schlauch Rin-In-Pot. Lass mal drauf, dann kommen gleich, wenn ich mich hier nicht ganz vergucke auf dem Navi, müsste die Autobahn kommen, da kann man mal mit diesem Biglettos zeigen. Ah ja. Vielleicht auch ganz interessant. Das machen wir. Dann könnt ihr euch nämlich angucken, wie das hier läuft mit der Autobahnmaut in Italia. So, so sieht das jetzt aus. Ja. Fenster runter. Genau, Fenster runter, Billettomaschinchen. So, einmal ab. Genau. Paul und Lukas, siehst du Ticket? Dann kommen hier die genau. Tickets. So, das ist jetzt hier unser, sieht man das? Ja, unser Ticket. So sieht das dann aus. Jetzt fahren wir hier auf die Palofocus, hass mich nicht, auf die Autobahn. Genau, in Richtung Bologna. Genau. Ja, jetzt sind wir hier auf der Autobahn. Jetzt hört es sich wieder auf mit der Landschaft. Und die Italiener, die fahren. Leute, die Italiener, die fahren. Wenn sie denn mal fahren. Wenn sie denn mal fahren. Also Straßenschilder haben die generell, aber benutzen? Nö, eher nicht so. Steht die Geschwindigkeitsbegrenzung von 50, fahren.
fahren alle mit 70 dran vorbei und du wirst angeguckt, wenn du 50 fährst als Touri. Also selbst von der Polizei, selbst, das war am allergeilsten. Selbst die Polizei überholt bei durchgezogener Linie im Überholverbot und rauscht da ohne Lichter und ohne irgendwas. Also sie waren definitiv nicht im Einsatz und rauscht da mit was 70, 80 Sachen an uns vorbei. Also ja. Das war schon echt beachtlich. Diese Scheißegal-Haltung hier im Straßenweg, ja, die ist wirklich beachtlich. Stoppschilder, ach, überbewertet. Also, keine Ahnung. Rote Ampeln, wenn du als Fußgänger grün hast. Alter Vater, guck lieber dreimal, bevor du über die Straße gehst. Aber ich muss sagen, rein von der Infrastruktur, Italien technisch besser, also für Camper, Wohnmobile etc. Wir haben ja unser Campingklo wesentlich besser als in Rügen jetzt zum Beispiel. Ja, das ist ja auch nicht schwer. Ja. Findest du überall auf jeden Fall irgendwelche Stellplätze, wo du mal die Toilette leer machen kannst, Wasser auffüllen kannst etc. Also da war ich schon begeistert. Da hatten wir keinerlei Sorgen irgendwie, wir würden die Toilette nicht leer kriegen. Oder uns würde das Trinkwasser ausgehen. Das war schon echt gut. Das muss ich schon sagen. Da waren die zwei Wochen hier, fast zwei Wochen, doch sehr entspannt bei der ganzen Geschichte. Genau, was man auch auf jeden Fall sagen muss, oben Richtung Gardasee habt ihr als Frischwasser, also wir hatten damals am Brenner aufgefüllt. Ja, das war direkt an der Autobahn. Genau, das war direkt an der Autobahn. Da hattet ihr das Wasser schwer geklort. Also es war sauber, man konnte es trinken, aber es schmeckte halt nach Chlor. Du hast dann halt gemerkt, ne, dass sie dadurch dann das Ganze, ich sag mal, desinfizieren. Hier unten gar kein Thema. Also egal, wo wir hier Frischwasser gezogen haben, ob jetzt an irgendwelchen Stellplätzen oder so wie heute, das war einfach, ja, gegenüber von unserem Stellplatz war so eine Burg im Grunde. Wir blenden euch auch mal Bilder von dem Stellplatz ein, einfach das wegen, sind die vorhin neben uns standen. Wegen der saugeilen, jetzt hast du mich aufgehängt hier, weil gerade vorhin wir an dem Wohnmobil vorbei, die standen heute Nacht neben uns und heute früh, rein leeren, um Schlag 7 Uhr, machen die da, ich weiß nicht wie alt die sind, also rein akustisch waren die Leute über 100, weil die haben den Fernseher so laut aufgedreht, dass wir das bei uns hören konnten. Italiener, irgendwelche italienischen Rentner, meine Güte. Und die ließen den Motor laufen, um fernzusehen. Also, was muss man dazu noch sagen? Gar nichts mehr eigentlich. Solange es solche Leute gibt, wird die Welt untergehen. Also, wie gesagt, den Italienern ist alles scheißegal und das mal zwei. Ja, jedenfalls blenden wir euch Fotos von dem Stellplatz ein, von heute Nacht. Und gegenüber war halt so eine kleine Burg und unten drunter praktisch auf dem Parkplatz war so eine, ja, Steinkammer, keine Ahnung, was war das? So ein kleiner Torbogen und da drinnen hattet ihr 5 Anschlüsse mit Frischwasser. Und eine Toilette. Und eine Toilette, eine öffentliche Toilette, genau. Auch noch. Und da das Frischwasser super, ganz normal halt wie unser Leitungswasser zu Hause, also kein irgendwie Chlorgeschmack, irgendwas, das schmeckt einfach wie frisches Wasser. Und das hatten wir halt jetzt hier öfter. Und was wir euch auch sagen können, ist an den bezahlten Autobahnen, also hier, wo wir jetzt mit den Billetten durchfahren, habt ihr überall Servicestationen an den Raststellen. Für Grauwasser. Genau, für Grauwasser, für Toilette und für Frischwasser. Und was wir euch auch noch erzählen wollten, wir haben zu Hause einen sehr netten Kontakt geschlossen und haben, weil unser Chemiezeug fürs Klo war zu Ende, wir haben halt nach einer Alternative gesucht. Was halt jetzt nicht so mega Chemiekeule, weil das ist ja fürs Abwasser auch nicht gut. Ich meine, du kippst das in den Gulli und je mehr Scheiß du da reinkippst, desto mehr Scheiß muss ja auch wieder da rausgefiltert werden. Und dann haben wir halt nach was Biologischem gesucht und tatsächlich 20 Kilometer von zu Hause haben wir ein sehr nettes kleines Familienunternehmen gefunden, die biologisches Zeug auf Basis von Mikroorganismen herstellen. Und nach den zwei Wochen jetzt können wir euch auf jeden Fall sagen, es zersetzt viel besser. Das auf jeden Fall, viel schneller auch. Und es stinkt überhaupt nichts. Ja, aber ein Update dazu, beziehungsweise was das war und wer das war vor allen Dingen, das kommt auf jeden Fall noch in dem extra Video, weil wir haben 2 Flaschen netterweise zur Probe bekommen von den lieben Herren.
einmal fürs Klo selbst. Und das konnten wir halt jetzt in 2 Wochen ausführlich testen. Und dann machen wir euch auf jeden Fall eine Review, weil das Zeug, das lohnt sich. Das lohnt sich auf jeden Fall. Wir können halt da auch nochmal in den Betrieb rein und euch mitnehmen. Das haben wir alles schon besprochen vor Urlaub. Und dann können wir euch da auch mal ein paar Aufnahmen zeigen und ein kurzes Interview, so Q&A veranstalten. Also wenn ihr Fragen dazu habt, generell zu einem mikrobiologischen Toilettenzusatz. Ja. Versteht man, was ich meine? dann schreibt es gerne in die Kommentare. Dann können wir da auch schon mal reingucken. Jo. Ja, vor allem auch Fragen, die wir dann stellen können, wenn wir wieder vor Ort sind. Genau. Bei der Firma. Wir wollen halt dann auch denen unser Feedback noch geben. Genau. Und wir haben halt vorher die klassische Chemie gehabt. Ja, schon auch, die grüne, aber die war selbst die war auch schon die grüne Variante, ja. Wo es dann hieß, ja, hier klassischer Italiener. Ja. zieht auf die Autobahn. Einfach raus. Einfach vor der Bahn. Egal. Ja, jedenfalls, wir hatten halt vorher auch schon geguckt, dass wir die grüne Variante von dieser Käfig-Toilette kriegen. Aber das war uns halt nicht genug. Wir haben halt wirklich was gesucht, wo wir sagen können, wir können sicher sein, dass es in kürzester Zeit biologisch abgebaut ist. Und wir wollen jetzt nicht oder wollten halt nicht anfangen, komplett umzubauen in eine Trockenröhrentoilette, da werden wir es wahrscheinlich noch länger aushaken. Ja, aber die Variante, die wir jetzt für uns gefunden haben, damit bin ich persönlich sehr zufrieden. beim Ausleeren nicht verstopft, aber wie gesagt, das machen wir später, das wird so versprengt in den Rahmen. Ja, wir blenden euch auf jeden Fall noch Fotos ein von der Toskana. Wir haben reichlich Fotos gemacht. Auch reichlich Paaraufnahmen. Jo. Und dann würde ich mal sagen, können wir euch heute Abend noch vielleicht zeigen, was wir Schönes zu essen gekauft haben. Es ist ja nicht so, als würden wir das Naschi dann direkt aufessen, ne? Wir melden uns später. Genau. Und wir melden uns später, weil laut Navi haben wir immer noch 6 Stunden zu fahren. Also ist ja jetzt nicht so, als hätten wir die Beschäftigung. Genau, 530 Kilometer. Und ein Hundeohr ist im Bild. Trixi? Andere Seite. Du siehst so entspannt aus, kleiner Hund, wie du hier sitzt. Ja. Gut, ihr Lieben, dann würden wir mal sagen, verabschieden wir uns für den Moment. Und belassen es bei den dekorativen Hundeohren im Bild. Und sagen mal bis später. Tschüss, Quatsch, ciao. Tschüss.